Heute ist Mittwoch und das Wetter ist richtig, richtig übel. Michel ging es heute nicht so gut mit seiner Galle, deswegen war ich in Freiburg so ein bisschen shoppen. Bin jetzt wieder zurück und wir gehen essen. Es ist einfach total traurig mit dem Wetter, muss ich ehrlich sagen. Also es sind 14 Grad, Dauerregen. Der Sommer 2024 hat bis jetzt noch nicht stattgefunden. Wir haben schon fast Mitte Juli. Ich bin mal gespannt. Naja, gucken wir mal. Wir wollen raus, wir wollen wandern. Nächste. Wir gehen jetzt erstmal lecker essen. Ja. Bis später. Kannst du. Ich weiß auf jeden Fall, was du willst. Ja, was will ich? Ich weiß es noch nicht, ich habe noch nicht reingeguckt. Gibt jetzt lecker Essen. Ich weiß aber noch nicht, was. Lass mich gucken. Weißt du auch, was du willst? Michel nimmt Kalbsgeschnetzeltes, Röstitaler und ich nehme Oder. Ich nehme eigentlich immer Oder. Meistens. Weil ich bin jetzt nicht so der Fleischfan und stehe total auf Fisch. Mag auch gerne vegetarische Sachen. Für mich gibt es Oder. Und gibt es auch noch. Jam, jam. Lecker Grießklößchensuppe. Schmeckt gut. Sowas auch super gerne. Jetzt gibt's Nachtisch für mich mit Vanilleeis, weil ich bin jetzt kein großer Fan von Schokoeis und ich bin kein großer Fan von Sahne, aber die ist der Michel und für Michel reguläre Schokoeis. Zum Abschluss gibt es noch einen lecker Espresso. Schön, oder? Guten Morgen zusammen. Auf geht's zum Frühstück. Auf geht's zum Frühstück. Ja, Louis ist wahrscheinlich unten. Und Amys Verhalten gegenüber anderen Hunden ist manchmal ein bisschen fragwürdig, weil sie Angst hat. Morgen. Amys Platz. Ja. Frühstück? Hallo, wir machen uns jetzt auf eine kleine Wanderung und die geht hoch bis zur Übenkapelle und dann weiter hinaus da hinten rüber zu Michels Iroberg, zumindest ja, dran vorbei an ihm. Und kommt dann da hinten wieder raus. Angeblich da oben bei diesem Hof, wenn es funktioniert. Die Berge hängen in Wolken,
Aber das stört uns für diesen Rundgang jetzt nicht. Und wer ja unsere Vlogs verfolgt aus den letzten Jahren, weiß, dass wir immer diesen Weg hier als Verdauungsspaziergang holen, abends nach dem Essen. Was uns dieses Jahr auch relativ verwehrt geblieben ist aufgrund des unterirdischen Wetters. Und ja, auf geht's schon mal zur Übenkapelle und dann geht's weiter den besagten Rundweg hier oben rum. Und dann schauen wir mal, ob wir an der richtigen Stelle rauskommen. Wir sind in den ganzen 13 Jahren noch nicht einmal diesen Weg gegangen. Ich bin positiv, dass wir uns nicht verlaufen und wieder zurückfinden. Player-Schwarzwald-Projekt. Das Player-Schwarzwald. Naja, wir waren auch die letzten Jahre sehr, sehr verwöhnt, immer vom Wetter, muss man dazu sagen. Und es ist tatsächlich, wir waren in den ganzen Jahren, wo wir jetzt hier hinkommen, hat man noch nicht einen komplett verregneten Sommer, aber irgendwann ist halt dann wohl immer das erste Mal. Ja, du rechnest im Juli halt auch mit gutem Wetter, ne? Eigentlich. Ja, aber das ist halt nochmal so ein klassischer mitteleuropäischer Sommer, wie ich ihn noch aus meiner Kindheit kenne. Es ist noch nicht mal warmer. In Zeiten des Klimawandels selten geworden und deshalb ist man es einfach nicht mehr gewöhnt. Wir werden das Beste draus machen. Ja. Übenhof voraus. Und da oben guckt schon das Spitzle vom Kapellchen raus. Hä? In den Wolken der Hörndeberg, kaum sichtbar. Zum ersten Mal dieses Jahr, wir sind schon fast eine Woche hier. Die Übenhofkapelle. Nochmal der bedeckte Hörnleberg. Etappenziel 1 erreicht. Meistens filmen wir so mit blauem Himmel. Mhm. Und kurzen Armen. Der Libellenteich daneben. Guck mal, der Hörnleberg in den Wolken. Ja. Ja, und das kennen wir ja schon alles. Das werde ich jetzt nicht mehr so ausführlich filmen. Aber innehalten für ein kleines Gebet geht immer.
So, und ab jetzt heißt es auch nach so vielen Jahren für uns Neuland. Und schauen wir mal, was der Rundweg uns so Schönes zu bieten hat. Jetzt gehen wir um die Lichtung mit den Tannenbäumen, die wir immer von unserem Hotelbalkon aus sehen. Das kennen wir auch bei uns in der Eifel, Holz und nochmals Holz. Und da sehen Sie den steilen Aufstieg mit Amy und Mama. Gelbe. Ja, das ist der Vierbogenweg. Wir wollen um den Rundweg gehen. Haseneckle. Eine gelbe Wanderung. Und hier seht ihr jetzt, warum wir diese Bäume von unserem Hotel aus sehen. Ich zoome mal runter, denn hier ist unser Zimmer. Oben links an dem Balkon, beziehungsweise rechts. Links an der Kante. Rechts am Gebäude. Da ist der Iroberg, ganz nah. Wir sind fast dran. Im Vordergrund seht ihr den Übenhof. Und im Hintergrund unser Hotel, der Kohlenbacher Hof. Mit unserem Zimmer vorne rechts an der Front oben, wo die Balkons sind. Ganz außen. Und deshalb sehen wir auch immer hier oben die Lichtung mit den Tannen, habe ich schon mal gesagt. Ne? Und habe ich schon mal erwähnt, da oben der Horn und der Hörnleberg. Der eine in den Wolken, der andere hängt gerade so frei. Thank you.
Bist du motiviert? Emi. Auf geht's, ja? Zum Hof? Gleich. Steil hinab ins Kohlenbachtal. Ich höre die Küchen mit den Klöckchen. Aber es ist familienfreundlich, würde ich mal sagen. Es ist gut begehbar. Jetzt weiß ich aber, warum Michaela gesagt hat, geht nicht so rum, weil die Steigung deutlich heftiger ist. Und man auf dem ersten Teil, also wenn man anders rumläuft wie wir, dann halt weniger Steigung oder sanfter steigt. Und hier geht es jetzt direkt volle Lotte runter. Meine Damen und Herren, Blick auf Zimmer 16 gefällig, unser Hotelzimmer, du kannst hier gerne durchgucken und dann wirst du das schnell erkennen, dass wir hier Zimmer 16 sehen. Ja, ich habe mir ein anderes Haus angeguckt. Siehst du es? Ja, ich habe mir ein anderes Haus angeguckt, außerdem habe ich einen Baum davor. Unser Hotel, also ich stehe jetzt hier, wo ich praktisch genau von unserem Zimmer drauf gucken kann. Ich habe da hinten rüber nach Kollnau geguckt. Okay, sind wir ja auf dem richtigen Weg. Aber ich glaube nur die Bullen, die haben Kühlglocken an, ne? Ja, es riecht nach Moos und deshalb sind hier auch viele Fliegen und Mücken. Bleib hier, Fräulein. Hierhin. Zurück. Zurück. Ja, fein. Fein, die Moos. Ja, Mäuse. Bleib schön hier, Amy. Hier kommen wir raus. Hier ist die Zufahrt, die wir jeden Tag zum Hotel nehmen, wie dieses Auto jetzt hier auch. Und dann kommen wir da hinüber. Und? Fazit? Selfie! Fazit? Ja, der Weg lässt sich auf jeden Fall gut laufen. Wir sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden unterwegs, beziehungsweise haben 1,5 Stunden gebraucht. Wege waren relativ gut begehbar, trotz des schlechten Wetters. Teilweise ein bisschen matschig, wie man am Hund erkennen kann. Aber alles in allem wirklich in Ordnung. Familientauglich? Ja, familientauglich auch. Ja, und wenn man ein bisschen sich Zeit lässt und auch ein bisschen die Landschaft genießt und mal hier und da ein Bildchen macht, da oben ist der Irobe. Sonst da oben. Bist du locker in einer Stunde durch, wenn du ja, also wenn du richtig marschierst, ohne dir eine Auszeit zu gönnen, mit einem strammen Schritt bist du in einer guten Stunde rund. Und wenn du dir ein bisschen mehr Zeit lässt und an der Bank mal stehen bleibst und auch mal ein bisschen die Landschaft in dich einwirken lässt, was ja auch Sinn der Sache ist, dann bist du gut 1,5 Stunden unterwegs. Alles machbar, keine großen Dinger. Die Steigung auf dem Hinweg moderat, also auf jeden Fall den Rundweg über den Übenhof gehen. Nicht wie wir jetzt hier runterkommen, weil da ist die Steigung sehr stark. Also über den Übenhof hin und dann auf dem Rückweg, wenn es dann steil nach unten geht, ist ja dann nicht mehr so dramatisch.